und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute bin ich zu Gast beim Eggeri on Ice. Wie es der Name schon sagt, kann man hier in Eggeri auf das Eis gehen. Nach dem Schlittschuhfahren gibt es nichts Besseres, als sich in der gemütlichen Stube bei einem heißen Fondue aufzuwärmen. Und genau das machen wir jetzt. Komm mit! Ein Fondue ist ursprünglich ein Gericht aus geschmolzenem Käse, das aus den Westalpen stammt. Mittlerweile wird der Begriff Fondue allgemein für Gerichte verwendet, bei denen man mundgerechte Nahrungsmittelstücke in eine erhitzte Flüssigkeit tunkt. Diese Flüssigkeiten werden am Tisch über einem Tischkocher in einem sogenannten Röschow heiß gehalten. Dieses Röschow stellen wir in die Mitte des Tisches und jeder Teilnehmer bekommt eine spezielle Fondue-Gabel. Da die Nahrungsmittelstücke bereits in kleine Stücke geschnitten sind, brauchen wir dazu auch kein Messer. Aber zurück zum Käse. Ich hoffe doch sehr, dass ihr jetzt hungrig auf ein Käsefondue geworden seid. Diesen Freitag verlost die D-Schule unter allen Likes, Shares und Fondue-Kommentaren ein Fondue für zwei Personen hier am Eggeri on Ice. Und übrigens, ich habe gehört, dass man Schokoladenfondue aus übrig gelassener Schokolade machen kann. Ich bin nun doch ein bisschen verwirrt. Was ist übrig gelassene Schokolade? Tschüss!